Hey liebe 11TS Family, hier ist Jules und für unser neues Format Her Road to Rambly treffe ich mich hier heute in Frankfurt mit Laura Feiersinger. Laura spielt für die Eintracht und die österreichische Nationalmannschaft und ist bei der anstehenden Europameisterschaft dabei und über ihren Weg dorthin möchte ich heute mit dir quatschen. Also, let's go! Hey Laura, schön, dass du heute da bist. Ja, danke hier zu sein. Du bist jetzt seit mehr als 10 Jahren schon in der Bundesliga aktiv, aber wo hat deine Reise eigentlich angefangen? Wo? Meine erste Station in der Bundesliga war damals der Hertha der SV und davor habe ich eigentlich immer schon Fußball gespielt, also immer mit den Jungs zusammen am Anfang und dann hat sich das einfach so nach und nach entwickelt und ich bin dann in meine erste Frauenmannschaft gekommen in Österreich und von dort aus dann nach Deutschland. Wenn du so zurückdenkst, war das eigentlich schon immer dein Traum, auch Fußballerin zu werden oder hat sich das irgendwann, also wie kann man sich das vorstellen? Wann hast du gedacht, so jetzt werde ich Fußballerin? Ja, eigentlich insgeheim habe ich schon immer gewusst, dass Fußball genau das ist, was mir am meisten Spaß macht. Ich habe dann schon viele Sportarten auch ausprobiert, in denen ich auch gar nicht so schlecht war. Aber ich habe eigentlich immer gemerkt, so, dass ich einfach für den Fußball brenne und ich glaube, wenn du dann für irgendwas brennst, ist es immer leichter gut in was zu sein. Dein erstes Tor. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ich kann mich sogar noch erinnern. Ja, das war damals, glaube ich, gegen Wolfsburg war das. Okay. Und damals noch beim Herforder SV. Genau, ja. Ja, und ich glaube auch direkt 2 Wochen nach deinem Debüt kann das sein? Genau, ja. Das war eigentlich so ziemlich am Anfang von der Saison, ja. Was geht denn da so durch den Kopf? Erst Bundesliga-Debüt und direkt, glaube ich, im zweiten Spiel ein Tor? Ja, damals war das alles voll aufregend. Ja. Es war alles neu, es war einfach eine ganz andere Erfahrung, ein ganz anderes Land. Ich war noch voll jung. Ich habe am Anfang schon schwer getan, das erste Mal für zu Hause weg. Und ja, das erste Tor, glaube ich, bleibt dann immer was Besonderes. Und wenn du vergleichst, erstes Tor Bundesliga und erstes Tor für die Nationalmannschaft. Wie war das so? An das kann ich mich eigentlich auch noch voll gut erinnern. Das war damals, glaube ich, mit links gegen die Türkei. Ja, genau, 4-0 Endstand. Ja, genau. Es war, glaube ich, auch ein relativ schönes Tor. Und ja, damals irgendwie habe ich das aber dann nie so irgendwie so bewusst dann wahrgenommen oder habe da nicht so viel Bedeutung dem Ganzen halt geschenkt. Aber ich habe mich einfach so über das Tor gefreut. Ja, klar. Es bleibt natürlich immer in Erinnerung. Ja. Zum Herforder SV war anfangs so ein bisschen holprig, kann man sagen. Wie gehst du generell mit Rückschlägen um? Eigentlich relativ gut. Also das habe ich ja lernen können über die Jahre, weil es mir doch ab und zu auch mal passiert ist, dass ich vielleicht eine Verletzung gehabt habe oder eben eine schlechte Saison. Und ich finde halt immer, dass man aus sehr vielen Rückschlägen auch viel Gutes mitnehmen kann, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und meine Verletzung damals hat mich extrem geprägt und auch extrem weitergebracht, auch persönlich und auch fußballerisch. Mentale Stärke, wie wichtig ist die im Sport? Sehr wichtig. Also wir haben 2011 damals bei der Nationalmannschaft mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet. Und damals war das eigentlich noch gar nicht so irgendwie üblich. Es war für uns alle eine neue Erfahrung. Ich habe auch nicht so wirklich Berührungspunkte damit gehabt. Aber jetzt über die Jahre hinweg, sage ich, war das auch eins, war das eigentlich der Schlüssel zu unserem Erfolg, finde ich, auch damals bei der Euro. Und für mich persönlich, ich nutze es sehr gerne, weil es mir auch sehr viel bringt. Im Sommer geht's auf Reisen, Europameisterschaft ist angesagt. Hast du Bock? Ja, extrem. Wir haben das Eröffnungsspiel. Ich glaube, das ist für alle ein Riesenerlebnis und eine Riesenchance. Und wir haben uns extrem gefreut, wie wir die Auslosung gesehen haben. Und ja, ich glaube, man kann sich das noch gar nicht erwarten, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Ja, und jetzt im Sommer, wie gesagt, geht's los. Was erwartest du auch so von den Zuschauern und von der Stimmung? Jetzt 90.000 in Camp Nou oder mehr als 90.000 gewesen. Was passiert gerade im Frauenfußball? Ja, zurzeit ist es sehr, sehr spannend. Ich finde es sehr aufregend. Ich habe das selber jetzt auch noch nie so erlebt. Ich bin ja schon lange jetzt im Frauenfußball dabei. Und jetzt hat man eigentlich so das erste Mal das Gefühl, dass sich richtig was tut. Und es ist voll schön anzusehen. Und dass wir dann im Sommer Teil davon sind oder sein dürfen,
ist auch was ganz Besonderes. Pure Leidenschaft. Du hast oder hattest eine Leidenschaft für David Beckham. Hast du auch ein Trikot von ihm? Ja, habe ich gehabt. Ich habe sogar eine Unterschrift gehabt und habe ihn auch schon mal persönlich sehen dürfen. Also es war damals, da war ich glaube ich 12 oder 13. Mhm. Ja, war voll aufregend. Was würdest du denken, wenn die Kinder hier auf dem Bolzplatz mit deinem Trikot rumlaufen würden, deinen Namen hinten draufstehen hätten und du ihr größtes Idol wärst? Ja, ist immer cool. Es fühlt sich immer ein bisschen so komisch an, weil ich mich eigentlich da nie so, so sehe. Aber es ist halt voll schön und auch voller Wertschätzung und ja, finde ich cool. Was würdest du der jüngeren Generation empfehlen, um die eigenen Träume zu verwirklichen? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man, wenn man für was brennt, dass man das auch durchzieht, weil es sehr selten ist, dass man irgendwas findet, was man leidenschaftlich gerne macht. Und wenn man das empfunden hat, dann finde ich, kommt das auch automatisch, dass du viel dafür tust. Und ja, man soll einfach dranbleiben, immer auch ehrlich zu sich selber sein und auch ja, das Ganze aber auch immer ein Stück weit genießen, weil es doch das ist, was man am liebsten tut. Mein Name ist Laura Feiersinger, ich komme aus Österreich. Ich spiele für Eintracht Frankfurt und die österreichische Nationalmannschaft. And this is my road to Wembley.